Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Wir sitzen heute nicht in Bai Lang, wie angekündigt, sondern im Beowulf, weil der Bai Lang sehr lange noch in Gefecht drin war und ich jetzt halt einfach den Beowulf genommen habe, weil ich nicht mehr warten wollte. Und ja, der Beowulf, was kann er? Er hat einen Feuerring, der erhöht das gegnerische Fahrzeug in eine feurige Aura, die Schaden verursacht und die Beweglichkeit des Fahrzeugs reduziert. Außerdem hat er eine adaptive Panzerung. Er stellt Strukturpunkte her, abhängig vom erlittenen Schaden. Das könnte situationsbedingt extrem stark sein, aber muss auch zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden. Beides. Oh. Oh, ja, natürlich. Ja, gut. Okay, ich sag mal so, was willst du machen, ne? Okay. Putz. Dreh dich. Mann, ich muss selber zielen, aber ist egal. So. Mein Gott, was für ein Anfang. Okay, Dynamik bitte. Größere Funkreichweite. Das war wieder so ein klassischer Anfang. Du fährst 3 Meter raus, willst das erste Ding einsammeln, zack, schießen 2 Panzer auf dich. Naja, Gott sei Dank haben wir diesmal nicht beide am Arsch gehabt, sondern nur einen. Da können wir wenigstens dann gegen kämpfen, vor allem wenn wir in so einem Beowulf drin sitzen. Der kann sich da wenigstens ganz gut gegen wehren. Aber holy shit, du, das war mal wieder so ein Anfang, wo ich dachte, wenn jetzt beide auf mich fahren und beide voll aggressiv gegen mich kämpfen, dann bist du am Sack. Aber ist alles gut gegangen. Sehr gut, dann haben wir wenigstens eine Chance. So, wir machen, ein Magazin. Ich finde Magazin irgendwie fast immer besser. Wobei der Nachhaltigkeit halt echt eklig ist, aber ist egal. Wir können bei der letzten Auswahl nochmal was anders machen. Wir warten einmal ganz kurz aufs Radar und dann holen wir uns da bei der Kirche die 3 Teile. Oder holen wir uns die jetzt? Ja, auf das Links verzichten wir kurz. Wir holen uns die 3 Dinge, die da liegen. Oh, jetzt ist da auch noch eins gespawnt. Nett. Egal, jetzt erstmal die 3 Dinger hier. Da ist das Gelbe irgendwo. Da. Die Herstellung ist einsatzbereit. Sehr schön. Okay, da fährt einer zu dem Teil da unten. Da könnten wir versuchen, kurz vorbeizugucken. Ja, der Rauch hat aufgehört, der ist auf safe. Und da links ist auch noch einer, deswegen bleiben wir jetzt mal bei der Kirche oben. Um ein bisschen die höhere Position zu haben. Leben. Truck's been hit. Oh. Ach, der hat einen Luftschlag gemacht. Oh. Okay. Mach doch mal. Auf alle Kinder habe ich keine Lust, bin ich ehrlich. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten. Außerdem laden wir gerade noch relativ lange nach. Wir haben jetzt hier einen Haufen von 4 Leuten. Da sehe ich mich auf jeden Fall viel eher. Eventuell können wir hier auch einen Feuerring benutzen. Das wäre dann auch nochmal eine ganz gute Sache. Je nachdem, wie die Panzer aufgestellt sind gleich. Oh. Natürlich. Okay, gut. Es war schon ein Problem. Ja, geil. Jetzt schießt Virus nicht auf mich. Was für ein smarter Typ. Okay, jetzt müssen wir Glück haben. Nein, ich wollte das nicht nutzen. Ich wollte eigentlich Heilung machen. Ich habe es nur im Augenwinkel gesehen, dass es fertig war. Mist. Oh Gott, bin ich inkompetent. Ja, kannst direkt wieder nachladen. Panzerung und Strukturpunkte. Ja, wir gehen da, glaube ich, weg von dem. Weil wir sind selber gerade ein bisschen low und wir haben keine Heilung. Ich weiß nur nicht, wohin ich gehen soll.
Ein bisschen Schnupfen habe ich auch gerade. Das ist ein bisschen nervig, gerade die Kombination. Egal. Dim, dim, dim. Ja, den Kampf haben wir ein bisschen reingeschissen. Ist aber gar kein Problem. Auf den Drop verzichte ich, weil da wird er mich erwarten. Ist vielleicht klug, dahin zu fahren, weil es uns auch heilt und alles. Aber ist mir gerade einfach zu gefährlich. Da ist nämlich auch schon direkt ein anderer Panzer da, siehst du? Oder ist der gleich? Ich weiß es gerade nicht. Deswegen holen wir uns einfach hier die ganzen einzelnen Dinger, die hier rumliegen. Eventuell haben wir da auch ein bisschen mehr Glück. Aber wie smart der Typ war. Der hat nicht geschossen, weil ich die Fähigkeit aktiv hatte, oder? Oder der hat nachgeladen. Keine Ahnung. War auf jeden Fall gut gemacht von ihm. Der hat sich einen Drop geholt. Ist auch irgendwie vernünftig. Jetzt sind wir immer noch sehr low. Wir brauchen langsam mal echt ein bisschen mehr Leben. Vielleicht hätte ich noch den Drop nehmen sollen. Ich weiß es nicht. Aber das hätte auch nicht klappen können. Wer weiß. Einmal ganz kurz voll heilen. Sehr gut. Strukturpunkte oder Panzerung? Ich mach Strukturpunkte. Weil die Panzerung war da auch okay, finde ich. Ist nicht die beste, aber ist ja okay. Nur mehr Strukturpunkte fühlt sich irgendwie besser an. Weiß ich nicht. Okay, er kommt nicht zu mir, das ist gut. Ich glaube, ich mache doch lieber eine normale Kanone. Irgendwie finde ich Magazin doch nicht so geil. Beim Arlekin oder beim, war das der Huragan? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, der Huragan war das. Ist Magazin definitiv geiler, finde ich, aber hier, naja. Wow, der kriegt an demselben Platz noch einen Drop. Ist ja frech. Guck mal, wie der noch einen Drop kriegt. An derselben Position. Aha, Spiel musst du wissen. Das Problem ist nur, wahrscheinlich haben jetzt alle anderen Panzer Maximallevel. Nur wir halt nicht, deswegen müssen wir jetzt mal ganz kurz echt dringend aufstocken hier. Wird nämlich langsam echt kritisch. Weil die Kanone brauchen wir definitiv. Ohne Kanone haben wir jetzt jeden Kampf verloren. Die müssen wir haben. Scheiße. Oh, hier ist ja kein Dings. Oh, hoppala. Ich dachte, da wäre noch was zum Sammeln. Okay, dann gehen wir ganz kurz zu dem. Da unten links kommt gerade einer angefahren. Das könnte auch noch ein Problem werden. Weil noch haben wir die Kanonen nicht, aber die brauche ich dringend. Ohne die werde ich den Kampf nicht gewinnen. Ja, Gefahrenbereich. Naja, das ist egal. Das holen wir uns trotzdem eben, das ist wichtig. Ja, er kommt hinter uns, das dachte ich mir. Schade. Aber ich muss trotzdem versuchen. Jetzt fehlen uns genau 321 Punkte und wahrscheinlich, wenn wir jetzt in den Kampf kommen, der hat schon die letzte Kanone, wir nicht. Und deswegen werden wir wahrscheinlich verlieren. Wetten wir? Ah, ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Aber vielleicht kann ich versuchen, mich zu retten. Ja, weiß ich, dachte ich mir. Ah, der ist direkt hinter mir. Oh, nice. Oh nein, ich habe genau gegen die Säule geschossen. Stark. Okay, das sind einfach da unten stehen. Das ist okay. Der scheint schwächer zu sein als wir. Und hat die Fähigkeit aktiviert. Das heißt also, wenn wir aus dem Weg gehen, alles super. Jetzt sammeln wir ganz kurz das Ding ein, um die letzte Kanone zu bekommen. Dann können wir weiter belegen, ob wir den Drop holen oder so. Oh Gott, hab ich schlecht geschossen. Naja. So, letzte Kanone bitte. Ladegeschwindigkeit. Wobei Magazin, ich weiß es nicht. Wir machen Magazin. Es war bestimmt eine dumme Idee. Aber bei 16 Sekunden, das sind 4 Sekunden pro Kugel, das ist eigentlich okay. Oh, wir haben fast keine Fähigkeit. Oh. Das ist schlecht. Abgeflacht. Nice. Oh, ich habe nur einen einzigen Schuss. Das ist schlecht. Ja, ich weiß, ich habe jetzt zwar ein bisschen mehr, aber das ist trotzdem schlecht. Okay, das ist eine Valkyrie. Oh wei, oh wei.
So, das Problem ist nur, die Valkyrie, die wird sich wahrscheinlich jetzt wegnudeln. Das ist aber egal. Wir versuchen es trotzdem, den Drop zu holen von ihm. Das ist natürlich jetzt super kacke. Ah, ich hatte zu früh aktiviert. Aber ich wollte ihn da wegjagen. Armor not penetrated. No penetration yet. Bullseye. Er war rot. Er ist schwierig. Egal, 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 egal. Noch ist alles nichts verloren hier. Ich hätte jetzt eigentlich jetzt Primo-Munition laden müssen, weil ist auch nicht so schlimm. Okay. Ja, nicht so gut. Ja, stark. Ganz ehrlich, wir laden nach. Auch wenn es vielleicht jetzt richtig dumm ist, aber die 4 Schuss, besser als 3 Schuss in der Situation, habe ich ja die Chance nachzuladen. Weil die Valkyrie ist gerade zwischen uns. Und wenn er stirbt, können wir versuchen, die Leiche einzusammeln. Da habe definitiv ich eventuell einen Vorteil von. Focus and defeat the last opponent. Nice. We didn't penetrate them. Penetration. Bullseye. Gott sei Dank. So. Endlich mal eine Runde, die ein bisschen gut gelaufen ist, Mann. Holy shit. Aber ganz ehrlich, Battle Royale könnte mir sagen, was er wollte, aber da ist auch schon so viel Lack mit drin. Ohne Witz. Eieieiei. Ja gut, das war auf jeden Fall der Beowulf. Hat am besten funktioniert von allen. War auch der einzige Sieg, den wir hatten bis jetzt. Stark. Danke auf jeden Fall. Bestenliste. Na, der Alekin hat 9000 Damage, der hat es mehr verdient als ich eigentlich. Aber cool, 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 cool. Beim nächsten Mal dann bei Lang und dann sind wir fertig. Ciao.